So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia mit Gast. Hi. Und ja, letztes Mal haben wir Meteor Storm geholt und die besten Waffen wie Brisea und Regal. Und ja, jetzt kommt wieder Colosseum Action. Yay, warum habe ich meinen Controller auf die Hand genommen? Was? Warum habe ich meinen Controller überhaupt in die Hand genommen? Du bist das doch etwas dran. Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt erstmal mit Regal dran. Wir haben uns eigentlich überlegt, wir machen erstmal Regal. Dann probiert der Herr Titanwald den Geddes. Und dann werde ich wahrscheinlich Raid probieren. Ich stelle erstmal wieder auf normal. Weil, ne? Muss nicht sein. So, wir machen mal einen Save. Gott, wo speichere ich denn hin? Einfach mal hier hin. So zwei, drei Spielstände sehe ich da. Ja, minimal, ne? So, also Regal braucht einen Federring. Federring und die Reliquie. Hat jemand dran? Sieht nicht so aus. Reliquie. Und kochen muss ich Risotto. Risotto? Miso-Suppe. Komm ich jetzt auf Risotto? Ich hab keine Ahnung. Okay, auf geht's. Das wird ein Spaß. Da. Okay, los geht's. Es ist der Kampf gegen den Drachenreiter. Oh Gott, ist der langsam. Oh, du Heilige. Ach stimmt, ich habe ja Ruhm drin. Ich hab schon gezeigt, die neuen. Nee, habe ich nicht gezeigt, ne? Nee, ich denke nicht. Ich habe nämlich auch neue Erfahrungsfähigkeiten drin, die muss ich dann mal zeigen. Wusch. Okay, das war schön. Zack, war boom. Oh, da geht schon down. Okay. Wenn Regal mal was macht, dann ist das schade. Das war schön. Kannst du natürlich auch die ganze Zeit wieder so machen, aber das ist ja lame, ne? Zack, boom. Wusch. Und er ist eine Malervernichtungsmaschine, wie man vielleicht sieht. Oh ja. Alter. Danke. Sehr schön. So. Der zweite Kampf. Gegen die Schildkröte, die wird kein Problem, glaube ich. Okay, ich springe einfach mal über mich drüber. Warum nicht? Wum. Wusch. Wow, das war Schaden. Wum. Ich mag ja da was getan. Ist ja auch schön. Warum? Und die neuen Beinschienen machen auf jeden Fall Schaden. Wahnsinn. Oh nein, Drache. Bin zu langsam, ne? Passt. Dieser alte One-Shot-Kollege. Was? Dieser alte One-Shot-Kollege. Achso. Grüße Erinnerung. Das wird mit Genister wieder spannend. Oh, ich Yo. So siehst du. Kannst ja auch in einen Nahangriff mit Geddes gehen. Aha. Bestimmt. So, da mache ich mal den leichten Trick. Au. Ja, wirkt gut. Der wirkt gut. Und wird Schaden gefressen. Alter. Ach, komm. Was mache ich hier? Jüdekens. Ja. Trifft's, glaube ich, ganz gut. Wum. Mein, zur Not habe ich ja auch noch den Healer, ne? Kann mich selbst heilen. Das macht Regal eigentlich vergleichsweise leicht hier. Ja, schon. So, letzter Kampf. Aber habt ihr schon gesehen, meine Geheimwaffe? Auch gegen den Kollegen. Das ist meine Geheimwaffe. Oh, der yes. Ist das mal hoch. Heiden, er macht's perfekt. Zack. Wum und wusch. Ah, schön. Jawoll, so muss es laufen. So, jetzt switch ich mich da durch. Echt ein schöner Move. Weil frech ist der, ne? Ja, in dem Kampfsystem auf jeden Fall. Wusch. Au. Ach schön, ich werde nicht weggeschlagen durch die Fähigkeit. Ist echt gut. Also, ja. Okay, das war ein Durchmarsch. Easy peasy. Regal hat den Titel König des Kolosseums. Und die Kaiserschiene. Yay. Die unglaublich cool aussehen.
wie ich finde. Ist dem so? Hab's jetzt nicht mehr wirklich auf dem Schirm. Ja. Ja, die Kaiserschienen. Oh ja, die sind echt gut. Haben nicht vor allem auch noch Lichtangriff. Aber das Dynas ist leider besser und macht vor allem mehr Verteidigung. Ja. So, aber den Zylinder rüste ich aus, obwohl es wahrscheinlich eh nicht mehr viel bringt. Macht sogar Stärke weniger. Und KP. Hm. Der ist nicht schlecht. Der ist ja direkt schlecht. Ja, what the fuck? Dann lass ich's, ne? Okay. So, und jetzt kommt der Herr Titan dran. Ich bin gespannt. Oh Gott. Was brauchst du denn für Items? Ich brauche... Magierring? Ja, der macht... Verstärkt Magierangriff um 10%, habe ich gedacht. Du kannst auch einen Fehlring geben oder eine Reliquie oder... Hast du nicht zufällig ein zweites Symbol? Nein, habe ich nicht. Es ist schlecht. Das will ich auch nicht machen. Es ist schlecht. Ich könnte auch einen Diamanten geben, zum Beispiel. Was macht der? Also 20 End. Ich glaube, dann bleibe ich beim Magieangriff. Ich weiß es nicht. Ja. Also in der Regel, muss ich mal dazu sagen, haben wir da immer das zweite Symbol. Und dann klappt das mit der Cast Time. So, mal schauen. Habe ich jetzt aber keine Lust, es auch noch zu fahren. So dann. Have fun. Oh, den werde ich haben. Oh, so, dann werde ich mich halt erstmal vorbereiten müssen. Techniken. Denn, hast du das eigentlich schon gezeigt, dass du das gemacht hast? Ach nein, habe ich auch noch nicht gezeigt. Stimmt, hi. Ich vergesse das alles, ne? Ich habe mal den Trick angewandt, wie man T- und S-Attacken gleichzeitig lernen kann. Und er kann jetzt gerne die ganzen T-Dreier, quasi Indignation, Absolut und so Zeug. Und die ganzen S-Dreier, Absolut, Atlas, Prison Sword. Es ist einfach wunderschön. Ich überlege gerade, mit was ich gegen den Drachen anfange. Weiß ich nicht. Eine Explosion? Ich habe keine Ahnung. Das wurde leider in Chronicles, HD Remake, auch entfernt, der Trick. Was ein bisschen schade ist, aber gut. Wobei mit dem ersten Absolut treffe ich beide. Das heißt, ich fange mit... Nein, ich fange mit Absolut an. Wo ist es denn? Du hast Absolut schon eingestellt, ne? Ja, aber ich stelle es mir so, dass ich es gleich einsetzen kann. Okay. Und mach den Explosion weiter. Zweimal die eingestellt, aber who cares? Okay. Okay. Hast du Miese Suppe aus eingestellt? Oh. Schau doch mal. Was du sagst. Ja, hast du. Ja, hab ich. Wie kocht man? Nachkampf mit X. Also, 4 gibt's ja nicht. Das ist eine falsche Kontrolle. Oh Gott, das wird. Ich glaube nicht, dass du schaffst. Beim ersten Mal. Hatte ich jetzt Absolut auf hoch oder nach unten? Ich hab's nicht gemacht. Gerade eingestellt und schon wieder vergessen. Traumhaft. Sehr gut. Sag einfach, ich hab's nach unten. Ich glaub nach oben. Das ist Explosion. Voll daneben, Kollege. Oh, das war guter Schaden. Das will ich auch hoffen. Nein, Jens, ich hasse es, wenn du das tust. Okay, der ist aber down. Nein. Das wird nix. Das wird nix. Dö. Oder? Er könnte noch sterben. Oder auch nicht. Traumhaft. Ich hasse es, wenn er das tut, übrigens. Ob du es gespeichert? Ich habe reich gespeichert. Okay. Aber deine Einstellungen sind nicht gespeichert. Ah, super. Geil, mal laden. Ja, da? Ja. Na gut, ein paar Versuche hast du noch in dem Part. Na, super. 5 Minuten ist der Part noch lang. Guinness, please. Oh Gott. Ja, mit Guinness kolossieren, das ist echt immer so eine Freude. Also probieren wir den Spaß nochmal. Diesmal merken, wo du was hinstellst. Ja, bitte.
Explosion! Was ist denn? Aber er stirbt schon mal durch zwei Explosions, der Reiter. Ja, das ist gut, aber... wird's reichen? Ich hätte mir eventuell noch eine Reliquie ausgerüstet. Ja. Statt dem Magieangriff. Und wieder drücken, bis der Arzt kommt. Okay, war guten Schaden am Drachen. Diesmal stehen die definitiv gut. Ich hätte nichts sagen sollen. Au. Ist doch gut, jetzt müsste kurz Schaden immun. Ja. Du solltest langsam kasten, ja? Ja, das ist mein Problem gerade. Oh mein Gott. Oh. Ja, jetzt und jetzt ist gescheit. Nein! Nee, das ist. Wo war erfolgreich? Nein, das ist gescheitert. Okay. Super und gescheitert, stand noch dort. Stand noch erfolgreich. Stand noch gescheitert. Sonst jetzt doch gerade 1000 KP nur. Hm. Warum machst du jetzt absolut auf dem Wasser gehen? Weil ich keine Ahnung hab. Komm ich an dir irgendwie vorbei? Nein. Nein. Schaden magst du mir ja nicht, aber... ja... Ja. Ich glaube, Tod Nummer 2. Dich mache ich ein Video. Ja, ich glaube... Warum musst du jetzt Miso so bescheiden? Gut, next. Aber der Reiter macht mir zu viel Schaden. Viel zu viel Schaden. Kannst du ja auch eine Verteidigungsring reinhauen, zur Not. Ich habe halt Angst, dass dann vom Damage nicht mehr aufgeht. Das ist das Problem, ja. Genis, please, save the day. Dann halt mal. Ach, wunderschön. Das kann jetzt hier eine Weile so gehen, ne? Das sollte euch allen bewusst sein. Ach, Mann! Ich finde nie absolut. Ist ganz unten. Ja. Sei still. Auf ein neues. Ich will noch gegen den Drachen mal was anderes ausprobieren, aber. Naja, erstmal nochmal so. Triffst. Echt uncool. Jetzt sind sie auf jeden Fall schon mal ein Fleck. Ja. Explosion! Betäubung hat schon. Ihr lebt doch! Okay, Whip. Ich dachte ja, der Ritter wäre tot. Und den trifft sich. Ja. Schön. Ja, wie gesagt, ich dachte, der Ritter wäre tot. Gut, ich probiere mal gegen den Drachen was anderes aus. Ja, also ein bis zwei Versuche hast du noch. Dann müssen wir den Part schwer werden. Meine Güte. Dann brauche ich aber Strategien, wie ich das Ganze hier schaffen kann. Da. Momentan habe ich ein kleines Cast-Time-Problem, muss ich leider sagen. Na gut! Diesmal ohne Umstellen. Denn, wenn das nichts bringt, dann muss ich eben auf meinen Luck hoffen. Wir können ja dann nach dem Part was schauen, was wir für ein mystisches Bolt bräuchten, zum Anpassen. Was ist das jetzt für eine Aktion? Ich bin auf ihn zugelaufen, damit er in der Mitte steht. Und für diesen Zauber muss er in der Mitte stehen. Meteor Storm! Das war Damage. Ist das die winning Strategie? Wir werden sehen. Au, jetzt lass mich doch. Ich hätte absolut kassen sollen, übrigens. Nee. Ja, das heilt die Miso-Suppe, wenn sie nicht gerade scheitert. Ja. Sehr gut. Siehst, jetzt war sie erfolgreich. So, selbe Strategie gegen den da, übrigens. Also, Miso-Storm overall. Ja, so nett war ich. Renn in die Mitte und dann geht's los. Da. Genis, ich hasse es, wenn du das tust. Deswegen hasse ich diesen Rhythmus. Was geht schnell?
Zeug. Was geht schnell? Was geht schnell? Was geht schnell? Es geht schnell, Atlas. Atlas, okay. Geht am schnellsten. Wenn er das nicht hochmacht, dann... Okay. Wow! Whip. Meteor-Storm! So, Drachi. Auch Meteor, wobei das ein bisschen kleiner. Kommt jetzt noch der Drachi? Ja, jetzt kommt der Drachi, ja. Was mache ich gegen dich? Das ist die Frage. Absolut trifft ihn nicht, ne? Glaube nicht. Riskieren wir das gar nicht erst. Ich bleib bei Meteor. Ich meine, ich kann ihn auch. Kampfangriffe zur Not machen. Ich hoffe, es sieht übrigens echt cool aus. Wir probieren das nochmal mit dem Meteor. Wenn ich unter ihm stehe. Müsste aber in die Mitte laufen. Ja. Der bleibt doch am Rand stehen und castet wahrscheinlich. Fang startet hier irgendwo. Au! In der. Jetzt castet er. Leck mich? Wie wär's denn? Dann frisst du mal gegen hier. Und wir schauen mal, wie schaffen das mal. Nein, brech doch! Den Zauber ab! Ja! Ich wollte den Zauber jetzt abbrechen, er hat's nicht getan. Warum? Weil du X drücken musst. Ich hab X gedrückt. Sicher? Ja. Na gut, Freunde, würde ich erst sagen. Neue Versuche gibt es dann im nächsten Part. Das war's mal wieder für heute. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao. Tschüss.